Der DAX diese Woche wieder über die 11.000-Punkte-Marke gesprungen. Wie geht's da weiter? Und was können saisonale Effekte bewirken? Wir gucken auf den Halloween-Effekt heute zusammen mit dem Börsenprofi André Stagge. Und bei den Top-Aktienempfehlungen haben wir die Deutsche Börse und Palladium. Das alles bei Inside Markets X. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Und zugeschaltet ist mir jetzt der Portfolio-Manager André Stagge. André, schön, dich zu sehen. Halloween ist unser Stichwort, ist noch ein bisschen hin, aber du guckst trotzdem gerne auf den Halloween-Effekt. Was ist das genau? Ja, der Halloween-Effekt ist auch als Sell in May and Go Away-Effekt bekannt, also doch top aktuell. Und es handelt sich hierbei um eine Kapitalmarktanomalie, die schon lange erforscht ist und auch sehr, sehr aktuell, denn es heißt im Mai verkaufen und erst zu Halloween, also im November, dann wieder einsteigen. Und die Wissenschaftler haben das untersucht, hier mit über 60.000 Datenpunkte, ganz aktuell. Und sie haben herausgefunden, dass im Sommer einfach kein Geld zu verdienen ist an den Aktienmärkten. Aber momentan sieht es ja gut aus. Ich habe schon erwähnt, der DAX ist wieder über die 11.000-Punkte-Marke gegangen. Rechnest du also damit, dass es wieder nach unten geht? Absolut. Ich denke, dass die nächsten 6 Monate im Kapitalmarkt eher schwierig werden und kann hier gerne auch nochmal die Statistik anführen. Normalerweise ist es so, dass im Sommer keine Renditen verdient werden. In Asien ist der Effekt sogar noch stärker ausgeprägt. Bedeutet also, dass hier die Aktien nur im Winter steigen und im Sommer sogar Geld verlieren. In Europa ist er auch ausgeprägt und in den USA auch, aber nicht ganz so stark. Und die Gründe dafür sind interessant, denn die habe ich in meiner Tätigkeit als Portfolio-Manager auch zahlreich gesehen. Zum Beispiel gibt es klassische M&A-Transaktionen, also Firmenübernahmen, eher am Jahresanfang und zum Jahresende. Wir haben zum Beispiel auch weniger Kapitalflüsse im Sommer, was an dem allbekannten Sommerloch liegt, wo die Märkte einfach dünn sind, wir weniger Handelsliquidität haben und deswegen eben auch die Märkte runtergehen können. Und deswegen haben die Wissenschaftler herausgefunden, mittlerweile schon seit fast 400 Jahren ist es tatsächlich so, dass im Sommer die Renditen in den Aktienmärkten schlechter sind. Und diese saisonale Komponente zusätzlich zu all den anderen Problemen, die wir haben, lässt mich für die nächsten 6 Monate eher vorsichtig werden. Also ist das, was wir zurzeit sehen, eine sogenannte Bärenmarkt-Rallye? Absolut, eine Bärenmarkt-Rallye ist nichts Ungewöhnliches. Wir sind im DAX ja 39% gefallen, haben hier das Tief gesehen. Aber ich denke, wir werden noch weitere Tiefstände sehen. Und auch im Jahre 2001 zum Beispiel hatten wir insgesamt 2 Bärenmarkt-Rallyes, wo der Markt zwischen 9 und 16 Wochen angestiegen ist, auch in der ähnlichen prozentualen Ausprägung wie jetzt. Und dann ging es nochmal ein ganzes Stück weiter runter, alleine 2001 von diesem Zwischenbärenmarkt hoch, wo man eben jetzt im Korrekturmodus ist, ging es 65% runter. 2008 ging es nochmal 50% runter. Und das, was wir momentan so ein bisschen hoffen und vermuten, gerade wenn wir long in Aktien sind, diese V-Recovery, also diese Bewegung nach unten und ganz schnell wieder nach oben, das gab es historisch noch nie, nachdem es so einen starken Einbruch gegeben hat. Und das in den Sommermonaten mit der Kombination macht mich eher negativ für die nächsten 6 Monate. Wenn du aber sagst, wir werden noch neue Tiefs sehen, heißt das auch unter dem Tief, das wir schon gesehen hatten, das ja bei 8.200 Punkte oder so ungefähr lag? Genau, ich denke persönlich, dass wir dieses Tief vom 18. März bei 8.442 in der Kasse nochmal unterschreiten werden. All dieweil vielleicht nicht in diesem Jahr, aber auf jeden Fall im nächsten. Die Wachstumsprobleme sind sehr groß. Wir haben momentan natürlich mit dem Schuldenstand neue Höchststände erreicht. Und anders als zur Lehman-Krise 2008 ist jetzt nicht nur der private Sektor verschuldet, sondern wir haben eine extreme Verschuldung der Staaten und vor allem auch der Unternehmen, die das 2,5-fache der Schulden aufgeladen haben im Vergleich zu 2008. Und da muss man einfach sagen, wir haben sehr viele Zombie-Unternehmen da draußen, die jetzt durch die Liquidität gerettet werden. Aber es fehlt das Wachstum. Und wer wirklich daran glaubt, dass die Fed und die Regierung auf Dauer uns alle retten können, der hat die Wirtschaft noch nicht ganz verstanden, weil wenn es so einfach wäre, könnten wir ja immer nur zum Bankautomaten gehen und das Geld abheben und keiner von uns müsste mehr arbeiten. Es ist gut für temporäre Beruhigung, es war gut, das so zu tun, aber langfristig müssen wir Wachstum sehen. Und da halte ich es mit Goldman Sachs oder auch mit Warren Buffett oder mit Stanley Druckenmiller, die alle auch sehr negativ sind, und denke einfach, dass dieses Wachstum für die nächsten Quartale ausbleiben wird, auch weil diese Covid-Krise noch lange nicht gelöst ist. Das heißt, diese Krise ist für dich noch sehr viel schlimmer als die letzte 2008, 2009. Absolut. Also die Lehman Brothers-Krise war eine reine Verschuldungskrise von den privaten Haushalten, die dann auf den Banksektor übergeschwappt ist. Hinterher haben wir ja auch alle gesagt, Ende 2008, Anfang 2009, das war ja klar, das ganze Subprime-Thema kann nicht funktionieren. Und ich denke, so wird es auch sein. Wir hatten damals einen Rückgang
von 50% im DAX eben dreimal auch eine Bärenmarktrallye gesehen, die deutlich nach oben ging, wo man aber dreimal dann ein Hoch abverkaufen konnte. Deswegen sage ich auch eher Sell the Rally anstatt Buy the Dip. Und ich vergleiche es momentan sogar stärker noch mit dem Jahr 2001 und 2002, weil ja natürlich die Tech-Aktien, konkret die Fang-Aktien, hier auch sehr stark im Fokus sind. Wenn ich mir die Nasdaq zum Beispiel angucke und sie Gleichgewichte, also nicht die fünf starken Werte, da mit der aktuellen Kapitalisierung mit reinnehme, sieht es aus wie der DAX. Also wir haben fünf Aktien, diese Facebooks, diese Microsoft, die Alphabet, die Amazon und was habe ich vergessen? Die Apple, die größte Unternehmung der Welt, die teuerste Unternehmung der Welt, mittlerweile viel mehr wert als der DAX, die eben den Markt hier nach oben treiben. Aber ich denke, diese Effekte sind temporär und die Marktbreite fehlt uns. Deswegen in der Krise auf jeden Fall ein Szenario ähnlich wie 2008, wahrscheinlich sogar wie 2001, wo der DAX vom Hoch, selbst von diesem Zwischenerholungshof, wo wir gerade vielleicht mit knapp über 11.000 Punkten stehen, nochmal um 65% gefallen ist. André, wir schauen gleich auf diese Fang-Aktien, auf diese super gut performenden Tech-Aktien. Jetzt schauen wir erstmal auf den Veranstaltungshinweis und da bist du ja auch wieder mit dabei. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Börsen- und Trading-Wissen vertiefen wollt, könnt ihr das bequem in diesen Zeiten auch von der Couch aus von zu Hause machen. Und André, du bist auch dabei bei der Trading House Börsen Akademie. Am 4. Juni gibt es wieder ein Webinar. Worum geht's da? Genau, völlig kostenlos eine Stunde Webinar zum Thema Börsenkrise, Crash, Corona, alle aktuellen Daten. Es tut sich ja momentan auch so viel, fast jeden Tag ein neues Hilfsprogramm von der Regierung. All das werden wir besprechen. Wir werden die Aussagen von heute mit Zahlen, Daten, Fakten unterlegen und möchten eben die Teilnehmer ausbilden, damit sie ihre optimalen Trading- und Investmententscheidungen treffen können. Ist das für jeden was oder nur für Anfänger oder nur für Fortgeschrittene? Das Niveau ist auf der mittleren Ebene, aber wir können am Ende alle Fragen beantworten. Das haben wir bei den letzten Webinaren auch getan. Insgesamt gab es über 90 Minuten Fragen, die beantwortet wurden. Also jeder, der Lust hat, nachdem die Inhalte besprochen wurden, kann seine Frage stellen. Und ich verspreche, dass wir so gut es geht auf jede Frage antworten. Natürlich auch auf die Anfängerfragen. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch jetzt schon anmelden unter www.trading-haus.de. 4. Juni Chancen in der Börsenkrise mit André Stagge und 17. Juni erfolgreich traden mit dem Trendfolgesystem Bluestar. André, du hast die Nasdaq und die Fang-Aktien schon erwähnt. Die sind ja gelaufen wie geschnitten Brot auf All-Time-Highs schon fast, also in diesem Jahr in einem Plus gewesen. Woran liegt das, dass die so gut laufen? Ja, das ist wirklich verrückt. Die Nasdaq steht 4% unter ihrem All-Time-High. Diese Aktien, die du angesprochen hast, die Fang-Aktien, alle voran momentan natürlich die Apple, die mittlerweile mehr wert ist als der DAX, haben eine extreme Rallye, einfach weil sie ein Stück weit auch davon profitieren, dass dieser Lockdown herrscht, weil sie digitale Geschäftsmodelle haben. Ich persönlich glaube aber sehr stark daran, und das ist das, was mir meine Ex-Kollegen aus der Fondsindustrie auch sagen, dass es einfach Liquiditäts-Auffangbecken sind. Wir haben natürlich sehr viel Liquidität durch die Notenbanken im System, und die meisten Fondsmanager trauen sich gar nicht mehr in die Anleihen rein, weil da eben auch starke Bewegungen sind und man eben auch misstrauisch ist, gerade wenn die Renditen vielleicht doch in den USA auch negativ sind. Deswegen kauft man einfach hochliquide Aktien, die man sehr gut handeln kann. Wenn so eine Apple alleine 1,3 Billionen Marktkapitalisierung hat, kann ich da eben mehrere hundert Millionen rein- und rausschieben als Fondsmanager und kann dadurch eben meine Liquidität parken. Aber das muss man auch sehen, wenn man eben dann die Liquidität wieder braucht, weil die Psychologie wieder umschwenkt und die Privatanleger wieder ängstlich werden, dann ist es so, dann kann ich die Aktien da sehr schnell verkaufen. Und was die Bewertungen angeht, sind diese Aktien natürlich jenseits von Gut und Böse. Und wir hatten es vorhin ja schon verglichen mit der Dotcom-Bubble. Ein ähnliches Verlaufsmuster sehe ich auch. Im März 2000 sind ja auch die Nasdaq-Aktien gefallen. Und bis in den Anfang 2003 haben sie sich komplett halbiert. Auch eine Amazon ist 90% gefallen. Davon gehe ich jetzt Stand nicht aus. Ich will nur sagen, dass immer, wenn die Bewertungen so hoch sind, langfristig dies die Kurse nicht halten können. Und das sieht man ja auch in den Earnings, die massiv einbrechen und trotzdem steigen die Kurse. Und das ist eine absolute Diskrepanz, die für mich als Portfolio-Manager nicht lange aufrechtzuerhalten ist. Ja, es ist immer die Frage, was ist so der nächste große Trend? Also Tech-Aktien waren sicher der Trend des letzten Jahrzehnts und aktuell natürlich. Aber was könnte das nächste Big Thing dann sein? Sind das Biotech-Unternehmen? Sind das nachhaltige Investments? Sollte man schon auf eine andere Karte setzen als auf diese Tech-Unternehmen? Das sieht man gerade in den USA sehr stark. Früher war es so, dass defensive Aktien, die tendenziell auch im Sommer besser laufen, sehr gefragt waren und aber dann nicht so gut performt haben. Momentan sind Sektoren wie zum Beispiel Pharma oder auch Biotech, die früher auch noch relativ langweilig waren, sehr stark gesucht, weil man natürlich sehr stark mit dieser Covid-19-Idee dann hier auch
entsprechend Ideen ableiten will. Man merkt, dass sich da auch so ein bisschen ein Shift schon einstellt. Trotzdem ist momentan dieser Tech-Sektor immer noch am stärksten am Performen und auch am stärksten gefragt, weil die Liquidität absorbiert wird. Aber der nächste große Trend, ich glaube, Nachhaltigkeit ist ein sehr großes Thema, auch was Unternehmen angeht. Biotech, Pharma, Gesundheit, ich glaube, all diese Dinge werden in den nächsten Jahren noch immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und persönlich glaube ich auch daran, dass Value-Aktien, die ja in den letzten 15 Jahren fast gar nicht mehr funktioniert haben, wieder an Bedeutung gewinnen, gerade wenn die Volatilität eben auch vielleicht im Sommer größer wird. André, danke dir für heute und wir schauen jetzt auf die Top-Aktienempfehlungen der Trading House Börsenakademie. Die erste Aktienempfehlung ist die Deutsche Börse und die zeigt sich echt robust. In der abgelaufenen Woche konnte sie ein Mehrmonatshoch bei etwa 150 Euro markieren. Die merklich erhöhten Handelsaktivitäten an den Handelsplätzen spielen dem Börsenbetreiber nämlich in die Hände. Ein Test der Rekordstände aus Februar scheint nur noch Formsache zu sein. Gelingt es dem Wertpapier der Deutschen Börse auf Tagesbasis Schlusskurs über die Marke von 151 Euro zu klettern, würden schließlich die Rekordhochs bei 158,75 Euro in den Fokus der Investoren geraten. Mittelfristig könnte darüber ein Niveau von 165,20 Euro in den Fokus kommen. Palladium galt vor der Corona-Krise als unerschütterliches Long-Investment und der Kurs, der hatte sich verdoppelt und kletterte immer weiter nach oben bis auf 2786 US-Dollar. Ende Februar dann realisierten Käufer ihre Gewinne und führten schließlich zu einem herben Crash auf 1353 Dollar bis Mitte März. Nach der Marktbereinigung werden nun die Scherben zusammengekehrt. Palladium hat sein erstes Ziel bei 2150 Dollar abgearbeitet. Auf Sicht der nächsten Tage besitzt das Metall trotz der kurzzeitigen Schwäche trotzdem noch weiteres Kurspotenzial. Das kürzlich aktivierte Kaufsignal kann noch an 2200 US-Dollar heranreichen und mittelfristig sogar die Rekordstände bei 2786 Dollar aufwärts führen. Gelingt es nicht, die 200-Tage-Durchschnittslinie bei 1903 Dollar zu halten, müssen noch einmal Abschläge einkalkuliert werden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet gerne. Ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.